Ja, und ich begrüße euch zurück zu einem weiteren Teil von Football Manager 2013. Da haben wir gesehen, dass wir den Abstiegskampf können. Das haben wir jetzt mittlerweile bewiesen. Wir haben ja auch die Spiele gewonnen, haben uns in der Liga mittlerweile sogar auf den 13. Platz geschoben. Vorübergehend, denn hier die Mannschaft hinter uns hat noch nicht gespielt. Und deswegen können wir uns hier ganz kurzfristig mal einen Platz vorschieben. Glabern ist es, die einen Platz vor uns sind momentan, beziehungsweise hinter uns. Aber ja, aber wir haben eine schöne Partie gezeigt, haben wieder gewonnen. Auch das ohne unseren Stürmer, der ja oder dessen Ausleihe geendet ist. Ich habe vorhin mal die Arbeit mir gemacht und habe mal wieder die Filter erstellt, dass wir da gleich keinen Stress mit haben. Wie gesagt, wenn einer das nochmal im Detail sehen möchte, wie man Filter erstellt, dann immer kann ich nur empfehlen, das Ganze natürlich dann auch nochmal nachzuschauen bei mir auf dem Kanal. Und da heißt der Titel des Let's Play, wo ich das denn auch mache, auch Filter erstellen. Von daher sehr sprechend sollte man finden. Und da seht ihr dann auch, wie man das macht, im Detail nochmal erklärt, worauf man achten sollte, welche Werte man da nimmt und ja, worauf man allgemein mal achten sollte. Und danach habe ich jetzt gerade wieder die Filter erstellt. Das heißt, wir haben ja eine Aufstellung, 4-3-3 in dem Fall. Und wenn wir auf die einzelnen Positionen gehen, sehen wir ja, welche Attribute gehighlightet werden. Also die werden ja dann mit einer Farbe unterlegt. Damit wissen wir, diese Attribute werden auf dieser Position benötigt. Und nach diesen Attributen suchen wir natürlich auch. Und jetzt haben wir gerade hier einen Torjäger empfohlen bekommen, den wir gescoutet haben davor. Sind wir jetzt ein bisschen vakant auf dieser Position. Der sieht jetzt schon mal nicht so schlecht aus. Den könnte man nochmal, ja, den könnten wir auf jeden Fall, und den halten wir im Kopf. Der ist auch in unserer Liga, aber schon 30 Jahre alt. Ich habe jetzt die Filter gerade mal so erstellt, dass alle Spieler aussortiert werden, die älter als 28 sind, denn wir wollen ja doch ein recht junges Team aufbauen. Sollte natürlich nicht zu unerfahren sein, keine Frage. Also so wie es jetzt momentan ist, so mit 15-, 16-Jährigen, da ist es immer ein bisschen problematisch. Wir haben ja auch gesehen, dass es bei Brechen City über einen gewissen Zeitraum geklappt hat. Aber wenn es dann nun mal in diese Entscheidungsspiele geht, wenn es dann um Spiele geht, die entscheiden alles oder nichts, dann kann es schon mal sein, dass hier so ein Erfahrungsmangel, der dann dadurch ja durchaus vorherrscht, ja einem das Genick bricht. Und deswegen sollte man natürlich schon irgendwo einen Fokus darauf legen, dass man einen guten Mix hat aus jungen und erfahrenen Spielern. Wir haben jetzt noch ein einziges Ligaspiel zu absolvieren. Ich bin mal gespannt, was danach passiert, aber normalerweise hatten wir ja keine Vorgaben, was unseren Vertrag angeht. Das Einzige war, dass wir ballbesitzorientierten Fußball spielen, wenn wir uns daran erinnern wollen. Wir gehen mal in die Pressekonferenz, die letzte des Jahres, und der Sieg im letzten Spiel gab uns natürlich Selbstvertrauen. Wie wird der Umstand das Team mental beeinflussen? Sie können es nicht erwarten, sich zu revanchieren. Also das Hinspiel haben sie anscheinend verloren. Hier ein 35-jähriger Torjäger. Ich mache mir über Zurek keine Sorgen. Und Pressekonferenz verlassen. Jetzt wird das natürlich herausgestellt, ist ja klar. Vielleicht ist er ja noch ein bisschen motivierter dadurch. Bin mal gespannt. Ist nicht schlecht, aber der wird sicherlich auch sein Karriereende jetzt vollführen bzw. haben. Ich habe gerade auch nochmal das Special geguckt hier. Das Abonnenten-Special 250. Ich fand es extrem lustig, muss ich sagen. Das ist immer gut, wenn man seine eigenen Videos lustig findet, ne? Aber also es ist wirklich, ich muss immer wieder lachen, aber ja, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht und freue mich natürlich schon auf das nächste. Ja, was haben wir denn? Lass mal ganz kurz überlegen. Ich gucke hier gerade so ein bisschen blöd rum, weil ich nicht weiß, was ich klicken wollte. Okay, wir machen mal weiter. Gehen also hier wirklich danach mal aktiv in die Filter. Wir können ja auch nochmal nach Spielern schauen, dessen Verträge in nächster Zeit auslaufen. Auch, glaube ich, keine schlechte Idee, das Ganze hier einfach auch nochmal mit aufzunehmen, denn viele Verträge werden am Ende des Jahres auslaufen, werden nicht verlängert. Und da ist es ja immer clever. Man kann ja, glaube ich, schon bis zu einem halben Jahr vorher Verträge hier aushandeln mit Spielern, die dann quasi ab der nächsten Saison ablösefrei zur Verfügung stehen. Und so ein Folgevertrag hat natürlich Vorteile. Erstmal bekommt man die Spieler ablösefrei und zum anderen, ja, kann man sich vielleicht punktuell
gut verstärken. Wir haben ja mit der Taktik, die wir momentan fahren, sehr gute Erfahrungen gemacht, haben ja zwei Taktiken durchaus, die 4-3-3 und dann die mit den drei Mittelfeldspielern, also mit den drei zentralen Mittelfeldspielern, die wir am Anfang gespielt haben, die nicht so erfolgreich war, weil uns da auch das Spielermaterial gefehlt hat. Und das ist auch noch so ein Aspekt hier, den wir berücksichtigen müssen. Einige Verträge laufen aus und wir müssen mal gerade gucken in die Vertragslaufdaten. Und guck mal, wer alles ausläuft. Kudolski ist sicherlich einer, der wehtut. Massad ist einer, der ersetzt werden kann, ersetzt werden wird. Also den werden wir nicht behalten, nur nochmal so. Als kleine Randinformation, Klaball ist jemand, der kann natürlich hier auf der defensiven Position überall spielen. 30 Jahre alt, nicht mehr jung. Und ja, also da bin ich auch eigentlich dafür, den hier nicht mehr weiter zu verpflichten. Knackerl, von dem war ich extrem enttäuscht, auch den werde ich ziehen lassen. Und Sukup, der mich durchaus überzeugt hat da hinten drin, weil seine Werte, Deckung, Kopfballtechnik und Tackling, das sind ja die entscheidenden nun mal für so einen Innenverteidiger. Dann noch Entscheidungen, die ganz okay sind. Dann hast du Konzentration, die gut ist. Stellungsspiel ist auch okay. Dann hast du Zielstrebigkeit, die okay ist. Dann hast du Kraft, die okay ist. Und eine Sprungkraft, die auch okay ist. Wir könnten den hier wirklich vielleicht sogar verlängern. Das ist so der einzige, den ich jetzt hier noch sehe, der interessant wäre für die nächste Saison auch noch. Aber lass mal gerade gucken. 240. Der hat Vertrag. Wir haben jetzt 2014. Wir wollen mal, machen wir mal 2 Jahre. Ist er auch zufrieden mit. Und wir gehen jetzt mal also in die Teamauswahl. Also Sukup würden wir noch verlängern. Ach Moment, ich bin noch nicht fertig. Mitarbeiter. Also diese beiden fliegen auch noch raus. Physiotherapeut. Der sollte natürlich möglichst bei Physiotherapie einiges drauf haben. Eine 9. Und der andere Physiotherapeut. Jetzt habe ich, welchen habe ich jetzt gerade angeschaut? Also der hat nichts drauf, den werden wir nicht halten. Den ersten, da könnten wir überlegen, den zu halten. Da können wir nochmal sprechen. Vertrag verlängern. Wir machen mal, ja, machen wir mal ein bisschen weniger, ne? Ja, gut. Ja, gut, mit der Franz, sagen der Kaiser. Ja, passt. Auch den wollen wir dann halten. Und wir waren ja auch zufrieden. Danowski hat sich vorne wirklich sehr, sehr gut integriert. Involviert, wollte ich schon sagen. Und ja, macht Spaß da vorne, den da im Sturm zu sehen. Hat sich direkt eingeführt und Jamatoschik ist jetzt, hilft jetzt hier aus, sage ich mal, auf der Position. 15 Jahre jung, im letzten Spiel eine 7,0. Also auch, wenn man mal überlegt, unsere Flügelzange besteht aus einem 15- und aus einem 16-Jährigen. Auch das ist wahrscheinlich ja, so auch noch nicht vorgekommen. So, wir sind momentan auf Kontrolle. Haben das bisher immer geändert, wenn wir auswärts gespielt haben. Haben ja mittelerfolgreich damit ja, gespielt. Wir lassen mal Kontrolle. Ich bin mal gespannt, ob das eventuell sogar hier zum Erfolg führt. Wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, theoretisch, also ich sag mal vom Verständnis her, eigentlich ja besser, wenn wir hier mit einer Kontertaktik starten. Aber das hat im letzten Spiel auch nichts gebracht. Haben wir trotzdem verloren. Und deswegen jetzt einfach auch mal von mir wieder aus dem Bauch heraus einfach mal eine Entscheidung hier gegen unseren Standard. Und deswegen wollen wir mal gucken, ob was geht. Vielleicht nochmal im letzten Spiel. Ich bin mal gespannt. Das Spiel ist angestoßen und die erste Chance, die scheint hier uns direkt mal zu gehören. Oder wird es hier gleich wieder abgepfiffen? Nein, die erste Chance gehört uns Hayek, aber der Ball ist geklärt. Der Ball kommt wieder nach vorne und der Gegner ist im Ballbesitz. Er schlägt ihn mal direkt nach vorne und der Ball zurück zu unserem Torwart, der ja Belan ersetzt hat. Da war ich ja stinksauer auf Belan, den rechtzeitig ersetzt. Durch einen ganz, ganz jungen, neuen, talentierten Torhüter. Und das klappt sofort. Und da ist der Ball mal in die Mitte. Und Hayek, der junge Mann da auf links außen, der trifft leider nicht nebens Tor. Aber schon wieder sehr, sehr schön gespielt. Also sieht man, dass es wirklich sehr, sehr gut mit der Taktik funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Auch auswärts scheint hier nicht irgendwie ein extremer Abfall zu sein, trotzdem, dass wir jetzt hier natürlich auf Kontrolle spielen und nicht auf Kontern. Aber ich bin mal gespannt, wie gesagt, das Spiel ist noch nicht vorbei und das sieht jetzt mal so aus, als wenn der Gegner
zu einer Chance kommt. Wir wollen es natürlich nicht hoffen, aber es sieht zumindest mal so aus. Der Ball wird da hin und her gespielt, kommt in die Mitte, aber abgefangen und wieder der schnelle Gegenschuss. Danowski vorne im Sturm behauptet den Ball. Massad im Mittelfeld verliert den Ball und der Gegner läuft auf außen wieder durch. Wieder durch. Warnig in die Mitte und da ist schon wieder ein Foul von Patak, dem jungen Rechtsverteidiger. Dem jungen Rechtsverteidiger. Auch ganz, ganz jung. Der sammelt noch Erfahrung. Er hat ja schon einen Elfmeter verursacht. Und der junge Torwart ist noch dran, Ondruschek. Aber auch der kann es hier nicht verhindern, dass wir 1-0 ins Hintertreffen geraten. Ja, wieder eine blöde Aktion. Eigentlich fällt überlegen. Wir haben es gesehen. Die besseren Chancen auf unserer Seite. Aber dann macht es natürlich die Erfahrung auch irgendwo. Der junge Mann da, Patak, auf der rechten Seite, der ist, lasst mal gerade schauen, der ist, wie alt ist der? Der ist 15 Jahre, also wir spielen ja eigentlich mit einer besseren A-Jugend, ja, also das muss man sich mal vorstellen, aber das hat ja in den letzten Spielen wirklich gut geklappt. Patak, wie gesagt, jetzt mit einer 5,1, klar, weil natürlich der Elfmeter da in die Bewertung mit reinspielt. Blöde Aktion, vor allem der zweite jetzt innerhalb von einer ja, recht kurzen Zeit verursacht hat. Aber wir werden uns natürlich da auch noch verstärken, werden die Jugendspieler auch wieder zurückgehen lassen in die U23-Mannschaft, um da auch die Spieler langsam aufzubauen, dann ans erste Team heranzuführen. Da haben wir viele talentierte Spieler drin. Hayek ist ein talentierter Spieler, Patak ist ein talentierter Spieler und vielleicht auch ein Matuschik, Maikon, der Kitty hier per Elfmeter gerade den 1:1 Ausgleichstreffer ziehen kann. Auch der Ball ist nicht drin. Maikon, der hier verzieht, der Linksverteidiger. Da kommt dann natürlich alles zusammen hier. Eigentlich das bessere Team. Eigentlich hätte, wenn und aber, hätte, Fahrradkette. Nützt alles nichts, wenn ihr am Ende die bessere Mannschaft seid, aber das Spiel verliert. Ich glaube, das gibt es auch nur im Fußball, dass der Schlechtere hier auch gewinnen kann. Jiri Jara, das ist so eine Person oder so ein Spieler, den ich eigentlich gerne auch jetzt schon im ersten Team halten würde, auch nach der Saison. Im Zentralmittelfeld möchte ich mich eigentlich auch nur punktuell vielleicht ein oder zwei wirkliche Bomben holen. Ansonsten, wenn nichts Anständiges auf dem Markt ist, würde ich schon gerne gucken, dass wir das hier über die Jugendspieler machen, denn wir haben wirklich talentierte Jugendspieler. Und Jiri Jara ist sicherlich einer davon mit vollem Talent. Hayek, und da sehen wir wieder den jungen Mann, der ist so talentiert. Ich glaube, wenn der richtig sein Potenzial abschöpft, dann haben wir da einen riesen Außen-Mittelfeldspieler, der ja als Rolle Innenstürmer hat, muss man dazu sagen, in unserem System. Und ja, also ich sehe da jetzt eigentlich recht entspannt gegenüber, oder stehe da eigentlich recht entspannt gegenüber. Wir wechseln nochmal hier die Verteidigung so ein bisschen durcheinander. Wir haben es jetzt auch nicht mehr so unbedingt nötig, hier noch zum Ausgleich zu kommen. Wäre natürlich schön gewesen als Saisonabschluss, weil wir es verdient gehabt hätten. Vielleicht jetzt nochmal mit der letzten Aktion. Maikon wieder auf links außen. Hayek im Strafraum, der wird wieder gelegt, aber der Schiedsrichter lässt die Pfeife stumm und das Spiel geht verloren, aber ich denke, wie gesagt, also da sind wir trotz allem auf der sicheren Seite, haben den Abstieg deutlich verhindert, haben das Saisonziel, denke ich mal, erreicht damit. Dann sehen wir nochmal, wer aufgestiegen ist hier aus der zweiten Liga. Und glückliche Niederlage sehen wir auch. Mannschaftssiegprämie, der Vorhang fällt. Abschließende Pressekonferenz, da schicken wir jetzt mal den Co-Trainer. Da habe ich jetzt gerade nicht so viel Lust zu. Ja, und nach dem Grottenstart, muss man sagen, haben wir uns auch ganz gut gefangen. 21-22 bei den Toren, wo wir wirklich mit einem 5-1, glaube ich, gestartet sind. Also da hat man schon mal gesehen, dass es nicht so leicht wird, definitiv nicht. Und wir gehen nochmal ins Profil. Was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich schon wieder machen? Ich habe es schon wieder vergessen. Kinder. Ach so, ich wollte nämlich Übersicht Verein und dann wollte ich Vorstand und ich wollte Zufriedenheit des Vorstands. Und da sehen wir Wettbewerbe, ist natürlich nicht so prall, aber ich meine, ich weiß nicht, was Sie sich vorgestellt haben. Wir haben ja von Anfang an gegen den Abstieg gespielt und da sollte man dann auch einfach mal so ein bisschen Verständnis haben. Wir können natürlich jetzt nochmal interagieren, auch nochmal sprechen mit dem Vorstand und sagen, dass wir mal ein bisschen mehr Zeit benötigen auch.
Genau, also wir hatten ja wirklich häufig Verletzungen, wir hatten Pech damit und wir müssen ein bisschen etwas mehr Zeit anräumen, damit wir das Ruder noch rumreißen. Sie haben genug Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, um einen Kader zusammenstellt, der mit Verletzungen fertig wird. Für wichtig ich das halt, Sie können so oft fragen, wie Sie wollen. Die Antwort ist nein. Oh. Also da ist so ein bisschen auch nicht so, ja, da wackelt irgendwie der Stuhl trotz allem. Aber ich glaube, dass es trotzdem über die Saison noch hinausgeht. Also da bin ich jetzt mal, da bin ich jetzt einfach mal optimistisch. Rekordtief für unsere Mannschaft, für den MK, FK Most, klar, weil es nun mal nicht gut war, was wir da gespielt haben. Achso, scheiße. Und wir gucken mal, wir schauen mal so. Beginn der Vorbereitung, wir gucken vier Wochen bestätigen. Und ja, wir gehen jetzt nochmal ganz schnell hier auch in die Suche rein. Denn wir suchen natürlich den ein oder anderen Spieler, den wir hier noch fürs Team verpflichten können. Und da sehen wir jetzt erstmal, dass ich hier so einen kleinen Filter schon erstellt habe. Einen kleinen, haha. Und zwar Torjäger. Und ja, da nehmen wir jetzt mal Übereinstimmungen einfach ein bisschen raus. Machen wir mal irgendwie, aber das ist dann auch schon fast ein bisschen viel, was wir hier wieder rausgenommen haben. Meines Erachtens. Hier mal zum Beispiel jemanden, den wir mal scouten könnten. Nee, können wir nicht scouten. Wieso können wir den nicht scouten? Football Trinitz. Ach, wie war das nochmal? Lass doch mal schauen. Das war, also irgendwann ging es doch da, seht ihr. Spieler beobachten. Genau. Ist ein bisschen kompliziert gelegen. Ich weiß auch nicht, wieso es so ist. Aber auf jeden Fall funktioniert es, wenn man es so macht hier. Zumindest bei mir. Ich wurde auch schon mal darauf hingewiesen, dass ich doch bitte den neuen, abgedateten Skin draufpacke. Da war ich noch zu faul für. Ich habe auch wirklich echt viel um die Ohren. Ich sag's einfach jetzt mal so nebenbei. Da sind natürlich schon ein paar Sachen, die dann Vorrang haben. Aber wir schauen nochmal rein. Wann läuft sein Vertrag aus? Am Ende der Saison? Ja. Also da könnten wir durchaus aktiv werden. Der ist 22 Jahre alt, sehr, sehr jung. Sieht von den Werten her auch schon nicht schlecht aus. Verdient eine ganze Menge. Macht so ein bisschen das Gehaltsgefüge natürlich kaputt. Aber wäre natürlich eine Überlegung wert. Wieso? Ich möchte jetzt aber eigentlich schon ein Vertragsangebot machen. Sie müssen warten, bis der Verein das Angebot annimmt. Aber wieso? Der ist doch, lass mal schauen. Also, achso, wir sind ja 2014. Ich bin schon wieder ganz durch den Wind. Genau. Also deswegen geht es hier nicht. Sonst hätten wir da auch schon aktiv werden können. Okay. Wen wir auch noch suchen wollen ist, wo haben wir noch Spieler verloren? Zentral Mittelfeld. Da werden wir auch Spieler verlieren. Also da müssen wir auf jeden Fall auch noch aktiv werden. Ich hoffe, habe ich jetzt den Torjäger habe ich. Ich habe jetzt welchen Filter drin? Lasst mal gerade schauen. Ich habe den Filter. Welchen Filter habe ich denn drin? Sehe ich gerade nicht. Wir machen den vorgeschobenen Spielmacher. Genau. Und wir sehen die Werte. Die sollten so passen. Da würde ich jetzt auch ungern noch Übereinstimmungen bei den Übereinstimmungen runtergehen. Obwohl wir könnten vielleicht so kommen. Okay. Aber auch da, ne, ihr seht immer, es sind so wenige Spieler, die da zur Verfügung stehen. Alle kosten natürlich auch irgendwo Geld. Ja, es ist alles nicht umsonst. Den können wir natürlich auch nochmal beobachten. Momentan verletzt, auch der hat noch Vertrag. Also da sind wir dann auch noch auf der Seite, sage ich mal, dass wir da auch noch warten müssten. Hier ist noch so ein Spieler. Interessant, weil sein Vertrag ausläuft. Hat zwar noch einen Wert, sehen wir auch, aber das wäre dann mal interessant, weil wenn der was drauf hat, dann könnte man ja mal überlegen, ob wir den nicht eventuell sogar dazu holen ins Team. Und wir sehen ja auch, dass hier einfach auch viele Werte fehlen. Ich habe jetzt vorgeschobenen Spielmacher gemacht. Ihr hört übrigens, wenn ihr das Jaulen hört im Hintergrund, das ist der Hund von unten, ja, weil die Nachbarn hier haben Hunde. Und wenn die nicht da sind, dann jaulen die ganze Zeit diese Hunde rum. Das ist wirklich, ja, nicht angenehm. Ballername ist 10, passen, müssen wir mal gucken, ist 14, also da wird das sehr gut passen. Technik passt auch sehr, sehr gut. Dann Einsatz, ich denke mal, jetzt werden gleich irgendwelche, Einsatzfreude ist 15, ja, das passt auch sehr gut. Und Entscheidungen ist 8, ja gut, das passt nicht so schön. Flair sehen wir nicht, ohne Ball sehen wir auch nicht. Also da sehen wir, oder da wäre da natürlich schon eine Überlegung. Ah ne, ich bin in der Teile verrutscht. Teamwork ist noch wichtig. 17 und Übersicht.
10. Also den Spieler, das ist wirklich ein ganz, ganz interessanter hier. Und den, ja, da bin ich schon fast am Überlegen, ob ich den nicht direkt hier mal vom Fleck weg verpflichte. Aber ich warte noch den Scouting-Bericht ab. Wir gucken mal, Robert Bartolomeu. Kann man sich ganz gut merken. Bartholomäus, der Blinde aus der Bibel. So. Ich hoffe, dass er allerdings ein bisschen besser spielt. So. Der Rest kostet alles Geld. Alles Geld, alles Geld. Von daher gehen wir jetzt mal hier weiter. Der Filter ist jetzt erstmal durch. Das wäre der vorgeschobene Spielmacher. Und jetzt also der aus der Tiefe kommende Spielmacher, den wir auch natürlich mit dem Kader haben. Auch hier machen wir mal Übereinstimmungen, dass wir die ein bisschen runtersetzen. Vertrag bis 2016. Wenn wir noch ein bisschen runtergehen, dann sehen wir hier noch zwei. Aber auch da ist jetzt leider erstmal so keiner dabei, der kostenlos wäre. Was man natürlich immer gerne mal sucht. Hier sind auch alle Werte offen, das heißt, da passen drei Werte nicht. Kann man ja so einfach schon mal ganz leicht filtern. Auch bei Novak hier ein junger Spieler, 16 Jahre jung, der auch sehr talentiert ist, muss man sagen. Ja, den werden wir aber auch mal beobachten. Auch der ist schon seine 40.000 wert und hat aber auch langen Vertrag, also der ist auch gebunden. Ja, defensiv brauchen wir natürlich auch noch einen. Da haben wir ja momentan nur den Peter Loss oder Peter Loss. Und ja, das ist natürlich nicht so optimal, wenn wir hier nur einen Spieler auf der Position haben. Da sehen wir hier einen, da sind nicht alle Werte offen. Deswegen werden wir den mal scouten. Und der Hund unten jammert und jault und jammert und jault. Und wir gehen mal einen Wert runter, hat ja keinen Sinn. So, Petrak, 5.000, wäre auch nicht so teuer. Deswegen schauen wir mal, ob wir nicht den auch noch irgendwie scouten können. So, und ja, wen noch? Auf den Außenpositionen, da brauchen wir natürlich auch noch wen. Jetzt vielleicht nicht rechts, aber links, obwohl rechts und links haben wir Probleme. Danowski könnte allerdings links spielen, wenn wir denn einen Stürmer verpflichten würden, der passt. Aber ihr seht schon, wenn wir hier runtergehen, ist nicht so wirklich was dabei. Wir sind schon bei 8. Ali Gökdemir, das könnte noch einer sein. Der kann auf beiden offensiven Positionen spielen und wir beobachten ihn mal. Das ist vielleicht einer, der noch interessant wäre. So, und jetzt nochmal ein Torjäger. Da ist es natürlich immer so eine Geschichte, weil hier natürlich 20 Übereinstimmungen eigentlich dabei sein müssten. Wir machen mal 15. Ja, damit gehe ich schon 5 Übereinstimmungen runter. Und jetzt sehen wir also auch, wer hier alles ist. Zum Beispiel diese beiden. Also, da ist einer dabei, der ist 22. Wäre ablösefrei, weil er in diesem Jahr noch ausläuft, der Vertrag. Und auch hier Daymak mit 28 Jahren, auch der wäre ablösefrei zu bekommen. Wir wollen mal schauen, wer denn da am besten passt. So. Kann man immer ganz gut danach scouten. Wie gesagt, wir sind ja im Jahr 2014 und dann kann man nun mal sehen, okay, der Vertrag, der läuft jetzt in diesem Jahr aus. Dann kann man die Spieler ablösefrei verpflichten. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein ganz nettes Feature, wenn man sowieso schon Filter erstellt hat. Dann immer ja eine Möglichkeit hier noch zusätzliche ja, gute Spieler aus dem Markt herauszubekommen und das vor allen Dingen kostenlos. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, Podolskis Ausleihe endet jetzt auch. Also dann einige Spieler, die uns auch verlassen. Und wir haben ja doch auch eine ganze Menge Geld eigentlich auf der hohen Kante. Also ich sag mal, einen könnten wir schon verpflichten, der richtig, ja, der richtig was bringt, also der richtig Zunder hat. Wenn es denn ein Stürmer ist, der für Nüsse kommt, sage ich mal, also für eine ablösefreie Summe, dann könnten wir ja wirklich überlegen, ob wir im Zentralmittelfeld oder auch auf den offensiven Positionen noch was tun. Da haben wir natürlich nur ganz, ganz junge Spieler und da würde ich schon gerne mit einem Backup arbeiten. Auch im defensiven Mittelfeld, da weiß ich jetzt nicht, da hatten wir, glaube ich, jetzt gerade einen, der ablösefrei zur Verfügung war. Auch da müssten wir dann natürlich schauen. Jetzt läuft es natürlich hier gerade wieder voran. Wir werden natürlich gleich auch die ganzen Scouting-Berichte kommen. So, Podolski, Cristiano Ronaldo, bla bla bla. Sukup unterschreibt neuen Vertrag. Auch der also
weiter bei uns. Dann unser Physio hat das Angebot akzeptiert. Also auch da haben wir die beiden Verträge, die wir denn haben wollten, auch verlängert. So, Fair-Play-Tabelle-Auslosung sind wir leider nicht dabei. Was ich mich jetzt frage, wieso hier kein Scouting-Bericht dabei ist, das können wir feststellen, indem wir hier mal auf Mitarbeiter gehen. Scouting, genau, und Pool, das sind die, die abgehandelt werden in nächster Zeit, genau. Diese Spieler stehen aktuell auf der Warteliste, um einen Scout zugewiesen zu werden. Sie werden automatisch dem nächsten freien Scout überwiesen. Wenn man jetzt aber mal schaut, wen haben wir denn da über sich? Mitarbeiter, genau, Scout. Ja, wir haben keinen Scout. Jetzt weiß ich auch, wieso wir nicht scouten, weil wir keinen Scout haben. Das ist natürlich nicht so toll. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Deswegen müssen wir da natürlich schon was tun. Da müssen wir uns jetzt einen Mitarbeiter suchen. Und zwar machen wir das auch über... Jetzt lass mich mal hier nicht so schlecht aussehen. So, Personalsuche, ganz genau. Attribute auswählen ist mir eigentlich recht egal. Wobei, wir machen mal Beurteilung und Beurteilung, genau. Und da gehen wir mal auf 10. Okay. So, unrealistische Transfers haben wir ausgeschlossen und jetzt bin ich mal gespannt, wen wir so dabei haben. Da sind natürlich einige, okay, der ist ganz gut, der ist auch ganz gut. Wir können, also wenn wir so viel Auswahl haben, können wir ja vielleicht sogar noch ein bisschen hochgehen. Machen wir mal so. Aha, da lichtet sich das Feld auch schon. Also der hier ist gebunden, der hat also einen Job. Und hier haben wir 2, 3, die auch ganz interessant sind. Vielleicht hätte der ja Interesse, wir schauen mal. Wir wollen als sportlicher Leiter der Jugendabteilung eigentlich nicht. Ich will eigentlich einen Scout. Machen wir nochmal anders. Machen wir... Anpassungsfähigkeit, Fitnesstraining? Nein. Achso, ich bin jetzt bei Attributen. Ich brauche Aufgabe, und zwar ist er Chef-Scout. So, da haben wir einen, aber auch da ist es so, dass der schon verpflichtet ist. So, und hier haben wir einen, der ist ja nicht so schlecht. Vielleicht können wir mal mit dem reden. So, Talentsucher, 250, und wir gehen mal ein bisschen höher, gucken mal, was er sich so noch runterhandeln lässt. Okay, 20 runtergehandelt, wir sagen abschließen. Und damit hätten wir dann auch den Scout und dann geht es auch hoffentlich recht fix mit den Scouts, also mit den Scouting-Berichten, denn da warten wir ja jetzt gerade darauf, dass hier was passiert. Aber es kann ja nichts passieren, wenn die Liste nicht abgearbeitet werden kann. Also das kann man immer ganz gut nachvollziehen. Zoran Danowski ist... Oh, der möchte zu einem größeren Verein wechseln. Das ist schlecht, ey. Das ist, glaube ich, hier, dass sie, also mit ihm zusammen, der Verein in der nächsten Saison halt auch Größeres leisten kann. Ich kann das alles nicht lesen. Ich weiß nicht, was es heißt. Also auf jeden Fall habe ich was Richtiges gesagt. Aber wie gesagt, es ist noch sehr viel Holländisch. Ich wurde auch letztes Mal wieder gefragt, mit welcher Sprachdatei ich arbeite. Es ist noch die aktuelle. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie eine alte benutze, sondern es ist wirklich die mit dem 2% Holländisch und 6% nicht übersetzt. Aber da kommt auch gerade nicht mehr wirklich Bewegung in die Sache. Und da müssen wir natürlich dann auch irgendwie warten, dass da noch was passiert. So. Der bestätigt den Wechsel, das ist gut. Und dann kann es nämlich losgehen mit dem Gescoute. Und dann hoffe ich doch mal, dass es jetzt hier recht fix geht. Jetzt braucht er natürlich einen Tag, um erstmal die Arbeit aufzunehmen. Und dann geht's los mit dem Scouten. Weil die Zeit läuft natürlich auch davon, muss man sagen. 6. Juni, am 1.7. Bis dahin müssen die Verträge ja spätestens verlängert sein. Und da kommen auch die Scouting-Berichte rein. Ha, funktioniert doch. Erster Scouting-Bericht, also der hat hier schon einen Rechtsverteidiger auf dem Schirm, der ist hier wirklich nicht schlecht, kostet gar nicht so viel, vom Spartak Prag B und 21 Jahre jung. Wir gucken mal, was wir als Außenverteidiger brauchen. Wir brauchen eine Deckung, wir brauchen Flanken ist er allerdings nicht so toll, gut kann man trainieren, Tackling,
sollten aber die restlichen passen. Antizipation passt, Einsatzfreude passt sehr gut, Konzentration passt sehr gut, Stellungsspiel, oh, Kinder der Sonne. Ja, das ist auch nicht so prickelnd. Teamwork ist 9, Antritt ist 13 und Ausdauer ist 11. Also es sind viele Werte, die mir gut gefallen. Es sind einige kleine Werte dabei, die mir nicht gut gefallen. Er wäre momentan auf der Rechtsverteidigerposition allerdings genauso gut wie ein Peter Loos. Und natürlich besser als einer, der aus der Jugendabteilung kommt. Und er wäre, wie gesagt, sehr, sehr jung. Wir haben einige, die jetzt hier gerade von der Auswahlliste entfernt werden. Gut, das ist aus Schottland noch, die Spieler, die wir haben. Und hier sind 2 Scouting-Berichte eingetroffen. Und da haben wir unsere beiden Torjäger, die wir hier gescoutet haben. Da war ja auch der Shukai dabei. Wir schauen nochmal ganz kurz hier wieder in die Verträge und sehen auch, dass der sicherlich schon ein bisschen weiter wäre als hier der 15-Jährige. Allerdings ist der 15-Jährige ein sehr, sehr großes Talent, wie es aussieht. Wäre allerdings auch für 50.000 zu haben. Also da müsste man natürlich dann auch wieder Abstriche machen. Einige Werte passen hier sicherlich noch nicht. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht so drauf achten. 12, 10, Dribbeln, 7, Kopfballtechnik. Ja, sind wir bei 13. Passen ist bei 10. Also der für sein Alter ist er sehr weit. Technik 12, das ist auch gut. Weitschüsse 14. Antizipation ist bei 13. Entscheidungen bei 9, das ist auch schon gut. Nervenstärke bei 11. Ohne Ball ist er bei 6 gut. Das ist ein Attribut, wo er noch arbeiten müsste. Teamwork ist er bei 13. Übersicht ist er bei 8, ist auch schon gut. Zielstrebigkeit bei 11. Antritt bei 7. Gut, auch da müsste er ein bisschen was tun. Balance ist bei 11, das ist wichtig. Beweglichkeit bei 9 ist okay. Kraft ist wichtig bei 8. Schnelligkeit bei 8 und Sprungkraft bei 12. Also da hat schon einige wichtige Attribute auf den richtigen Stellen. Wir fragen mal nach, was denn der kosten soll. Wir fragen mal. Anfragen kostet ja nichts. Und dann haben wir hier noch einen Shukai, 22 Jahre jung. Auch der ist natürlich für sein Alter schon recht talentiert. Hat jetzt von der Bewertung her erstmal nicht so einen hohen Stellenwert wie ein Danoski. Zurzeit, muss man dazu sagen. Und die Frage dann natürlich, inwieweit der was bringt. Aber die Überlegung auch, wir können auch nochmal nachher schauen, ob wir nicht vielleicht nochmal den ein oder anderen Spieler, den wir auch ausgeliehen hatten aus der letzten Saison, nochmal leihen können. Ich habe jetzt auch noch nicht geguckt, ob wir als Verein eigentlich hier Partnervereine haben. Mutterverein FK Most, das ist Farmteam, okay. FK Most leihweise Spieler da hinschicken. Also wir können hier Spieler hinschicken. Und das ist ja echt nicht so toll. Vorstandsanfragen, die mögen mich ja sowieso schon nicht so. Wir brauchen echt einen Mutterverein. Ich bin mal gespannt, ob da was funktioniert. Wir sollen einen Mutterverein werden, damit gute Spieler ohne Zahlung ihrer Geld auf Leihbasis zu uns kommen. Wir sind uns einig, dass eine solche Verbindung ermöglichen wird, bessere Spieler ohne große Kosten auf Leihbasis zu verpflichten. Also ich bin mal gespannt. Da wird also was gesucht. Das hat schon mal funktioniert. Das freut mich ja. Und vor allen Dingen ist für uns wichtig, dass wir einen Partnerverein haben, wo wir junge Spieler hinschicken können. Das werden wir auch auf jeden Fall wahrnehmen. Das müssen wir mal im Hinterkopf halten. Gerade was so junge Spieler angeht, die sehr talentiert sind, die bei uns im Kader sind. Würde gerne sehen, dass die bei unserem Farmteam unterkommen und dort auch spielen, ja, um dann einfach auch durch die Spielpraxis sich bei uns ins Team zu spielen. So, ja, wir warten jetzt nochmal gerade die anderen Scouting-Ergebnisse ab. Ich weiß, es ist wieder ein bisschen länger, das Ganze. Der ein oder andere mag es ja immer, wenn es länger dauert. Dann gibt es wieder welche, die mögen es nicht. Ich hoffe, es passt erstmal wieder soweit. Wir haben einen Vertrag, 150.000 soll er kosten. Plus Tausch von Mikal Benko. Wer soll das sein? Verrückt. Ich weiß auch nicht, welche Spieler das hier sein sollen. Also der gehört ja noch nicht mal zu uns. Der ist ja gar nicht von uns. Wieso wollen die den haben? Komische Geschichte. 150.000, ja, das können wir natürlich nicht zahlen.
Werden wir auch nicht zahlen. Wir können, wir bieten mal 50.000. Hat ja keiner gesagt, dass wir nicht handeln können. Aber ich bin echt, das finde ich ein bisschen kurios, dass da irgendein Innenverteidiger weggehen soll, der uns gar nicht gehört. Also das ist schon so ein bisschen komisch, aber okay. Scheint mir ein Fehler zu sein, weil der gehört ja nicht zu unserem Verein. Wir haben den auch nicht verliehen. Komische Geschichte. So, da kommen einige Scouting-Berichte rein. Auch auf die haben wir gewartet. So, das ist auch einer, der ein bisschen was Geld kostet. Wissen wir ja. Rechts, offensiv wäre das einer, den ich mir da vorgestellt habe. Offensiv rechts, schauen wir mal. Wäre er auf jeden Fall eine Option. Von den Werten her hatten wir gesehen, dass der ganz gut passen würde. Aber auch da ist dann wieder, Abschluss ist zum Beispiel hier eine Geschichte, die gar nicht geht eigentlich, weil das halt für diese Position extrem wichtig ist, weil wir dort Innenstürmer haben und keine klassischen Außenmittelfeldspieler. Deswegen eigentlich hier keine gute Situation. Das ist Bartolomeo, den wir auch gesehen haben, dessen Vertrag ausläuft hier. So, ich weiß nicht mehr, welchen Zentralmittelfeldspieler wir den angeschaut hatten, aber ich meine, die Werte sind ähnlich. Wir schauen mal gerade rein. Ballername ist bei beiden wichtig, 10. Passen hatte er 14, das ist natürlich schon sehr, sehr gut. Technik 14, Einsatzfreude 15. Dann Entscheidungen ist bei 8. Gut, das könnte... Entscheidung ist auch bei beiden Zentralen wichtig, also das auch nicht ganz zu vernachlässigen. Flair ist bei 10, auch das wäre sehr gut. Teamwork ist bei 17 und Übersicht bei 10. Also der Mann ist ein Mann für uns, ein Mann, den wir gerne hätten, den wir gerne verpflichten würden. Und das sieht erstmal jetzt hier von ersten Verhandlungen eher aus nicht schlecht aus. Und bei Aufstieg 25% können wir, glaube ich, so lassen. 30.06.2014 ist okay. Wir sind am 9. Juni 2014 und deswegen auch entsprechend hier ganz gut. So, das können wir uns leider, das kann er sich leider von der Backe schmieren. Liegt es jetzt wirklich an den paar Euro? Das gibt's doch nicht. Na gut, jetzt habe ich nur bis 2016 abschließen können, aber es ist ja erstmal wichtig, dass wir den Spieler bekommen. Und das ist ja schon mal ein Talent hier fürs zentrale Mittelfeld. Das freut mich schon mal, dass wir hier so einen guten Spieler verpflichten können eventuell. Novak, so der ist auch vom Talent her sehr, sehr gut, sehen wir gerade. Auch der kommt aus dem zentralen Mittelfeld. Auch dessen Vertrag läuft nicht aus. Den hatten wir, glaube ich, als aus der Tiefe kommenden Spielmacher gescoutet. Ballername passen. Passt alles. Tackling ist okay. Dann Technik ist ja mittelmäßig bis prächtig und Entscheidung gut, aber das hätte auch, der passt auch besser auf die andere Position, sehe ich hier. Wobei Nervenstärke ist auch bei 12, ohne Ball ist bei 12, dann ist Stellungsspiel bei 6. Also der sollte, wenn dann auch wirklich auf der anderen Zentralmittelfeldspiel Position spielen und da müssen wir uns dann überlegen, ist das dann wieder 40.000 wert? Höchstwahrscheinlich nicht. Was wir machen können, ist mal eine Anfrage zu stellen, was er denn kosten soll. Frohloch, das war noch einer aus dem defensiven Mittelfeld, auch der hat noch Vertrag, ist schon 28 Jahre alt. Der hat Deckung 12, dann ist bei der Kopfballtechnik bei 12, Tackling 13, also da passt es sehr gut. Antizipation ist so mittelprächtig, 8 passt auch irgendwie, aber nicht so wunderbar. Einsatzfreude 11 ist gut, Entscheidungen 12 ist gut, Konzentration 7, okay, Stellungsspiel 11, Zielstrebigkeit 10 und Kraft 10. Also da sind einige Dinge, die ganz gut passen. Der ist auch nicht so teuer. Könnte man auch mal fragen, was der denn kosten soll. Anfrage stellen, ja. Ich gehe nochmal weiter. Ich hätte jetzt nochmal gucken können, ob noch wer im Pool ist. Ich glaube aber schon. Ich glaube noch nicht, dass alle gescoutet wurden. Das Gute ist auch, dass wir uns jetzt einen sehr, sehr guten Scout geholt haben, der die Beurteilung der Fähigkeiten schon, oder in der Beurteilung der Fähigkeiten schon recht weit ist.
Und dadurch natürlich dann auch der Vorteil quasi für uns, dass wir da natürlich Spieler bekommen. Oh, da sehen wir was. Josef Kups. Und der würde tatsächlich wechseln für 50.000, sehen wir hier. Wir haben gesagt, dass seine Werte okay sind, beziehungsweise sehr gut. 35% beim nächsten Verkauf wollen sie haben. Wir gucken mal rein. Nee, nee, nee. Nee, hat sich nichts getan. Hat sich nichts getan. Ich hatte mich jetzt vertan. Ja, da sehen wir nochmal Warnung über Kups. Sie wollen trotzdem 150.000. Und das hilft ja alles nichts. Ja, sie können gerne 35% haben, aber sie werden nicht mehr als 50.000 bekommen. Es tut mir wirklich leid. Hier ist noch Michael Blenko als Spieler zum Austausch noch dazugeholt. Also können das hier nochmal weitergeben. Eventuell knicken die ja noch ein. Was ich gucken wollte, war, ob wir beim Scouting noch was im Pool haben. Ja, vier Spieler noch. Genau, der Gökdemir ist auch noch einer auf der offensiven Außenposition. So, oder jetzt kommt hier noch ein Bericht rein über Petrak, auch im defensiven Mittelfeld. Dessen Vertrag läuft aus, das ist gut. Also der wäre frei verpflichtbar. Wir sehen dem Potenzial her, passt er auch sogar mit Peter Loos, also von den Fähigkeiten her sehr gut zusammen. Und wenn er denn ablösefrei ist, wieso denn nicht? Wir versuchen mal jetzt hier noch ein bisschen was mit der Ablöse zu machen, also beziehungsweise am Gehalt was zu machen. Und das passt soweit. Verpflichten den jetzt hier auch optimalerweise, wenn alles zusammenpasst. Gibt ihm ja auch das jemand, der ablösefrei wäre. Wir gucken mal auf die Werte. Abschluss wichtig. Ballername, nee, Ballername gar nicht wichtig. Dribbeln wichtig, auch gut. Flanken wäre nicht unwichtig. Flanken ist gut. Passen wäre nicht unwichtig, ist 9. Entscheidungen ist bei 7. Das könnte ein bisschen besser sein. Flair bei 8 könnte auch ein bisschen besser sein. Ohne Ball ist bei 10. Das ist wieder gut. Teamwork ist bei 13. Antritt ist bei 12. Und Schnelligkeit ist bei 9. Also der Mann bringt auch Potenzial mit. Auch da sicherlich hier die Möglichkeit, das Ganze auch mal ein bisschen, ja, für uns eben die richtigen Bahnen zu lenken. Erstmal werden wir jetzt hier das Budget wieder anpassen und uns ein bisschen mehr Gehaltsbudget, oder Gehalt einfach zur Verfügung stellen. Schauen wir mal so. Und wir werden auch den hier verpflichten, falls es denn funktioniert. Aber der will eine Menge Gehalt, ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Und da müsste er sich schon an etwas anderes gewöhnen. Sonst kommen wir hier nicht zusammen. Dann haben wir erste Elftal, dann wäre das okay. Aber dann nehmen wir das hier raus. Schauen wir mal. Ja. Ah, macht er. Ein Jahr länger, keine 10% und erste Elftal, das ist gut und das nimmt er auch. Sehr interessiert, hat also auch Lust bei uns zu spielen. Und Novak, das ist auch jemand, den wir ja eventuell hätten verpflichten können für das zentrale Mittelfeld, aber der soll auch irgendwie was um die 160.000 kosten. Das sind alles hier Summen, die aufgerufen werden, um uns natürlich abzuschrecken und das klappt in erster Linie auch. Und ich würde sagen, jetzt beenden wir den Teil tatsächlich. Wir schauen dann im nächsten Teil weiter, was sich noch ergibt. Wir haben jetzt hier einige Leute, die wir ja oder denen wir Verträge angeboten haben, Bartolomeo, Fronoch, da haben wir eine Anfrage gestellt, Gökdemir haben wir einen Vertrag geboten. Hier haben wir auch einen Ausstehen noch, dann haben wir hier einen Vertrag auch. Das ist Martin Licker, wer ist das denn? Torjäger, haben wir den? Nee, das sagt mir jetzt auch gerade nichts. Jan Novak, da haben wir eine Anfrage gemacht, zurückgezogen. Und hier war auch ein Vertrag angeboten bei Petrak, auch der im defensiven Mittelfeld, 22 Jahre jung. Also wir haben eine ganze Menge gemacht. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und im nächsten Teil geht es dann weiter. Und dann schauen wir natürlich auch weiter auf unser Team. Und es geht natürlich auch in die Vorbereitung für die kommende Saison. Bis dahin, euer Kind.